wenn wir gerade drüber sprechen, kannst du erzählen oder kannst du nochmal teilen, wie du zum Motorsport gekommen bist als Kind oder als auch als junger Erwachsener, würde ich sagen? Oder wie kamst du dazu, dass du so gesagt hast zum Vater, hey, ich würde gern auch Rennen fahren oder Co-Pilot in dem Fall sein oder zweiter Pilot, wie es aber euch in der Fall ist. Also du teilst ja den Sitz, sage ich jetzt mal, des Porsche, des neuen, mit deinem Vater. Genau, ja. Genau, und kannst du erzählen, wie es dazu kam oder generell? Ja, also da muss ich kurz ausholen. Ich war jetzt 8 Jahre alt. Da hat mein Vater sich den blauen Porsche aufbauen lassen. Letztendlich war das nur eine Rohkarosse und ja, wir haben den komplett aufbauen lassen, oder mein Vater eben, meine Eltern. Und das war natürlich für mich als Junge, dann sind wir auf Autorennen gefahren. Wir haben auch keinen Urlaub mehr gemacht, das war der Urlaub war auf der Rennstrecke. Ich bin, sag ich jetzt mal, groß geworden auf der Rennstrecke. Und das ist einfach, da hat man zu dem Auto auch so eine Bindung. Der Vater hat früher schon immer zu mir gesagt, später, wenn du groß bist, dann fahren wir zusammen Autorennen. Und das hinterlässt natürlich Eindruck bei einem kleinen Kind. Und dann hat er aber auch immer zu mir gesagt, wenn du später mit dem Auto mal fahren willst, musst du es putzen. Und ich glaube, deshalb habe ich auch so eine Bindung zu dem Auto. Ich würde es schon als Bindung bezeichnen, denn ja, das ist schon, wenn da was kaputt geht an dem Auto, dann geht mir das sehr nah. Und deswegen passe ich einerseits auch auf. So, und dann war ich also 18, Rennlizenz mit dem Golf gemacht und dann das erste Mal mit dem Porsche gefahren. Auf der Rennstrecke. Aber nur bei Pistenclub. Pistenclub ist ein gutes Unternehmen, kann ich nur empfehlen, wer Motorsport Luft schnuppern möchte. Super. Ja, und dann bin ich das erste Mal mit Porsche eben an so einem Track Day Event gestartet. Und total Katastrophe eigentlich. Also ich habe mich nicht gedreht, ich bin auch nicht abgeflogen natürlich, aber mit dem Rennwagen, da muss man mit 2 Füßen 3 Pedale gleichzeitig betätigen. Und ging natürlich gar nicht. Ne? Dann beim Runterschalten auf die Kurve musste ich immer bremsen. Zwischengas, runterschalten, wieder bremsen und musste immer wieder von der Bremse runter. Also die Jungs, die haben mich überholt. Vorwärts, rückwärts, seitlich, hinten in der Boxengasse. Ich hatte auch ein riesen L hinten drauf für Learner. Oder Loser? Ja, oder. Wie man es sehen will. Und nee, das war dann schon immer so ein Tag, ist immer speziell, ne? Und dann ging das los und wir haben mich immer gefilmt, alles wurde immer gefilmt, damit wir danach angucken können, was ich alles falsch mache. Das mache ich auch heute noch. Ich filme mich heute noch und gucke, was ich alles falsch mache. Und die Filme sind lang. Ja. Also, da gibt es auch eine Liste, was ich alles falsch mache und das ist auch gut so und so kann ich mich eben verbessern. Ja, und so kam ich zum Motorsport. Und eines Tages, ich habe dann jahrelang, sind wir nur trainieren gefahren. Und irgendwann sagt der Vater, nächstes Jahr fahren wir Autorennen. Habe ich gedacht, oh, jetzt ist Gott, okay. Und der Vater ist damals noch in einem anderen Rennteam gefahren, als Fahrer. Der wurde dort eingesetzt, sage ich jetzt mal. Und dann hat der dort auch aufgehört zu fahren, hat gesagt, wir beide fahren jetzt zusammen, wir machen jetzt Motorsport zusammen. Und das passt jetzt mit deiner Performance auch einigermaßen. Und ja, und dann kam 2016 mein allererstes Auto rein. Und ja, so hat es angefangen. Und dein Vater plant es auch noch länger zu machen? Oder willst du irgendwann beerben in dem Thema, dass er sagt, er hört irgendwann auf mit Rennfahren? Das glaube ich nicht. Ich glaub nicht, dass er aufhört. Denn bis jetzt sagt er immer noch, er wird mit jedem Alter schneller. Ja. Und das stimmt auch. Und ich bin auch froh, dass mein Vater noch fährt, denn der setzt sich in die Kiste rein und fährt sofort nach der zweiten Runde eine sehr gute Zeit, die sich blicken lässt. Ich brauche da echt noch länger, um mich dran zu gewöhnen und ich muss mich immer einfahren und ich brauche immer ein bisschen Zeit. Ich muss mich sicher fühlen, ich muss merken, dass das Auto gut liegt und dann kann ich mich daran langsam rantasten. Aber einfach so schnell fahren kann ich nicht. Ich muss mich wohlfühlen. Ja. Ich muss merken, dass das Auto gut mitspielt auch. Das sage ich ganz ehrlich, das traue ich mich sonst gar nicht. Mein Vater, der ist zum Beispiel mal mit einer kaputten Bremse immer noch schnell gefahren. Ja. Der hat dann einfach gesagt, ja, auf der Geraden habe ich trotzdem Vollgas gegeben. Ich habe halt ein bisschen früher gebremst, aber Vollgas geben kannst du ja trotzdem. Bestimmt. Und da traue ich mich.
egal, was jetzt kommt. Dein Vater, wie lange macht, fährt er schon Rennsport? Oder wie lange ist er schon unterwegs im Rennsport? Seit 92. Okay, also der 30 Jahre. Ja, und sag ich jetzt mal, die größeren Autorennen haben wir angefangen zu fahren 2001. Ja. Okay, weil du sagst, er ist da deutlich entspannter. Liegt es daran, dass er dort länger fährt als du, oder liegt es daran, dass er ein anderer Typ ist? Oder? Mehr Routine. Und mein Vater, der war früher auch Segelflieger. Okay. Und das merkt man einfach im Handling und im Feeling.